Ralf und Martin tauschen die beschädigten Zahnräder an der untersten Welle aus. Also müssen wir die blöden Dinger da doch nicht raustun. Kann ich immer nur Pech haben. Ja, der ist halt mal echt her aus Stahl, ne? Und da haben sie ja schon so ein Einlaufgedöns drauf, oder das haben sie extra nicht zugetan. Und der bremst mal ordentlich. So, da war jetzt aber nichts mehr dazwischen, gell? Weißt du, du musst den ganzen Scheiß ausbauen. Deswegen. Ja. So, pass auf, das machen wir jetzt anders. Das Ding machen wir jetzt heiß. Hier sieht man noch einmal den beschädigten Synchronring, der nicht nur abgenutzt, sondern auch zerbrochen ist. Der ist gut, ja. Das neue Zahnrad wird erhitzt, damit es sich ausdehnt. So gleitet es leichter auf die Welle. Auch das Walzenlager wird erhitzt. Jetzt kann die Welle hineingehoben werden. Danach baut Martin die Mutter ein und schlägt das Sicherungsblech um. Wo sind wir heute wieder drin? So. Jetzt müssen wir das da wahrscheinlich die Dings reinbauen. Wieder Stück, wieder drauf Stück. Arschloch. Nachdem die untere Welle zusammen und eingesetzt ist, wird noch das Lager in Position gebracht und mit einem Siegerring befestigt. Abschließend wird durch das vordere Lager eingesetzt. Jetzt kann auch schon die obere und letzte Welle montiert werden.
Lager sind alle noch ziemlich fit. Und die Lager sind noch ziemlich gut. Also das ist nicht so, dass der irgendwie mal irgendwie einen Schlammeinbruch gehabt hätte oder sowas. Nee, das ist auch schwierig, kann ich nicht in der, auf der Höhe. Jetzt wird der Lagersitz über die Welle montiert. Und dann abschließend der Flansch für die Achse. Dieser wird mit dem Spezialwerkzeug wieder auf die Welle gezogen und mit einer Mutter und einem Sicherungsblech fixiert. Jetzt bekommt die andere Seite der Welle noch ihre Muttern und Sicherungsbleche. Das Getriebe ist nun soweit wieder zusammengeschraubt. Ralf kann nun die restlichen Arbeiten zu Hause ohne die Hilfe Martins durchführen. Die alten Dichtungen werden entfernt und durch neue ersetzt. Da gehört eigentlich ja gar keine Dichtmasse drauf. Nur am Rand ein bisschen hin, weil ich will es nicht. Ralf stellt nun die Gänge auf neutral, um die Schallplatte zu montieren. Danach wird die Schalteinheit montiert. Bei dieser müssen mehrere Hebel gleichzeitig in der richtigen Position eingesetzt werden. Noch ein finaler Test aller Schaltsituationen, dann wird das Getriebe abgedichtet und die Schrauben eingesetzt und angezogen. Noch kurz die restlichen Deckel festziehen. Nun kann der Einbau des Getriebes beginnen.